Hier haben wir einen der spektakulärsten archäologischen Funde in Norddeutschland der letzten 20 Jahre. Es handelt sich um eine Moorleiche. Niedersachsen ist ja bekannt für seine Moorleichenfunde, die insbesondere im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg oder auch im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover ausgestellt werden. Als beim Torfstich ungefähr vor etwa 20 Jahren schon ein Körper gefunden worden ist, der sehr, sehr gut erhalten war. Die Torfstechmaschine hat diesen Körper fragmentiert, ist zunächst die Polizei auf den Plan gekommen worden, weil man vermutet hat, dass das vielleicht die Überreste einer vermissten jungen Frau ist, die nach einem Diskothekenbesuch in den 60er Jahren nicht wieder nach Hause gekommen ist. Man hat also geguckt, das passte ganz gut, das Alter passte ganz gut, die Größe passte ganz gut. Man hat jetzt versucht, mit einer DNA-Analyse rauszukriegen, ob die Tote, die hier gefunden worden ist, die Vermisste sein könnte. Das war nicht ganz einfach. Die Rechtsmediziner haben zunächst keinen Erfolg gehabt, bis dann in Göttingen die dortigen Spezialistinnen vom Institut für Historische Anthropologie und Humanökologie, die Erfahrung haben mit alter DNA, haben rausbekommen, nein, diese Frau ist nicht verwandt mit der Mutter der Vermissten. Dann war das zunächst wieder ein ungelöster Kriminalfall, bis beim weiteren Torfstich 2005 wieder Teile dieser Leiche gefunden worden sind. Die haben dann im Landesamt angerufen. Wir sind gleich rausgeritten, der Paläoökologe und ich, und haben uns das mal angeguckt, die Beweisfotos und die Leichenteile, haben gesagt, wahrscheinlich, wir kennen sowas von Moorleichen, die sind vielleicht so 2000 Jahre alt. Und Kollege Bauer-Ochse sagte, ja, aber aufgrund der Schichten, die man im Beweis, im Tatortfoto sehen konnte, ist diese Leiche wahrscheinlich nicht älter als 3000 Jahre. Und dem Polizisten erstaunte dann etwas, sagte, ups. Wir haben dann eine C14-Analyse gemacht von einem Stück Knochen und festgestellt, dass diese Frau vor etwa 2650 Jahren gestorben ist. Das konnten wir beweisen, belegen. Dann hat die Polizei, die Staatsanwaltschaft die Akte zugeklappt, der archäologischen Denkmalpflege übergeben und wir haben weiter geforscht. Wir haben also in einem groß angelegten interdisziplinären Projekt diese Moorleiche rechtsmedizinisch, anthropologisch, chemisch und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln untersucht und die Forschungen sind immer noch nicht ganz abgeschlossen. Und wir haben auch den Fundort im Moor näher analysiert, konnten die Landschaft rekonstruieren. Alles. Das, was wir jetzt hier sehen, also ist dieser Körper, der so zusammengelegt worden ist, wie er anatomisch eigentlich zusammengehört. Wir stellen fest, dass die Torfstechmaschine hier an einigen Stellen den im weichen Torf aufgeweichten Körper auch berührt hat. Also hier ist so ein Schnitt, das ist postmortal, ist durch die Torfstechmaschine gekommen. Wir haben auch einige Deformationen, die durch die lange Lagerung kommt. Hier zum Beispiel sehen wir, der Kiefer ist so abgeknickt. Das ist also nichts, was irgendwie zu Lebzeiten passiert ist. Wir stellen fest, hier ist der Schädel. Es sind sogar noch Haare erhalten, große Hautteile, die wir hier sehen. Die Hand ist so gut erhalten, die rechte Hand ist sogar so gut erhalten, dass wir noch Fingerabdrücke nehmen konnten. Und die Rechtsmediziner waren ganz erstaunt, weil sie zum ersten Mal Fingerabdrücke von einem prähistorischen Menschen nehmen konnte. Und wir können jetzt hier eine sehr komplexe Geschichte erzählen von einer jungen Frau, die ungefähr so vielleicht 16 bis 18, 19 Jahre alt gewesen ist. Sie ist in ihrem kurzen Leben mehrfach kurz vorm Hungertod gewesen. Das können wir an den Wachstumsfugen der Unterschenkel feststellen. Sie hatte ein Krebsgeschwür im Kopf, das nicht tödlich war. Das hätte irgendwann mal in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht zum Tod führen können. Es ist eine schwere Verletzung im Schädelbereich festgestellt worden, die auch nicht tödlich war. Sie ist wahrscheinlich
wahrscheinlich mal schwer gestürzt oder geschlagen worden. Also eine sehr ernste Verletzung, die aber auch nicht tödlich war. Am Ende wissen wir nicht genau, woran diese junge Frau vor 2650 Jahren, also in der vorrömischen Eisenzeit, gestorben ist. Müssen aber auch sagen, also viele Moorleichen sind ja ermordet worden, also erdrosselt, erstochen, erwürgt, erschlagen. Das haben wir hier alles nicht finden können, aber wir haben noch, wie man hier sieht, das ist hier nur ein Ausschnitt der großen Hautteile, die auch geborgen worden sind. Die müssen noch mal genauer untersucht werden. Möglicherweise finden wir dann noch Einstiche und wir hoffen, vielleicht finden wir sogar noch Tätowierungen. Das wäre natürlich eine ganz spannende Geschichte. Die Analyse der Landschaft, in der diese Moorleiche gefunden worden ist, legt nahe, dass es ein großes Moorgebiet war, dessen Randbereiche, die trockenen Bereiche, auch in der Zeit, hier in der Bronzezeit und in der vorrömischen Eisenzeit besiedelt waren. Und man musste einfach diese großen Moorgebiete, die viele Teile Nordwestdeutschlands komplett überdeckt haben, überqueren. Und wir vermuten, dass diese junge Frau vom Weg abgekommen ist und ertrunken ist, also eines natürlichen Todes gestorben. Das Spannende für die Archäologie ist vor allen Dingen, dass wir in dieser Zeit gar keine Körper kennen, sondern man hat in dieser Zeit alle Toten verbrannt. Wir kennen Brandgräber, da kann man noch Geschlecht, vielleicht Alter rauskriegen, aber diese Detailfülle kriegen wir nicht. Insofern haben wir hier einen großen Glücksfall, dass wir sozusagen eine echte Zeitreisende aus der vorgeschichtlichen Zeit haben, wo eine Menge von Fragen beantwortet werden können, die wir uns vorher gar nicht getraut hätten zu stellen.